Ja, ich darf alle recht herzlich begrüßen zum diesjährigen Streiflicht. Ich habe vorhin mal geguckt, das ist insgesamt schon das achte, 2005 zum ersten Mal und jetzt eben zum achten Mal 2012. Die meisten hier im Saal kennen das schon, dass hier die Arbeiten, die im letzten Jahr in den Anwendungsfächern, in den diversen Anwendungsfächern von der Medieninformatik entstanden sind, dass hier einige von diesen Arbeiten vorgestellt werden von den Studenten, die das gemacht haben. Und ohne jetzt irgendwie großartig Zeit zu verlieren, denke ich, steigen wir gleich ein mit einem Projekt, das ist im Anwendungsfach Interaktive Systeme im letzten Jahr entstanden, nutzt eine Kinect, die ja einen gewissen Verbreitungsgrad inzwischen hat. Und damals hatten Sebastian Ronis und Britta Meyer die Idee, die Kinect einzusetzen, um Anatomieunterricht damit unterstützen zu können. Und ich gebe jetzt an die beiden weiter. Also hallo erstmal alle zusammen. Mein Name ist Sebastian Ronis und Britta Meyer. Und ja. Warum geht das schon? Okay. Ja, und wir hatten das Projekt Kinect Me. Ja. Okay, geht das jetzt? Ja. Unsere Idee war, dass wir einen interaktiven Anatomieatlas umgesetzt haben. Und die Steuerung erfolgt über die Kinect. Das heißt, der Körper wird getrackt und mithilfe des Avatars kann dann die Anatomie des Menschen erkundet werden. Es gibt für die Kinect mehrere Konzepte, wie man Buttons realisiert. Entweder emuliert man irgendwelche Klickereignisse oder man bleibt eine bestimmte Zeit über einen Knopf mit der Hand drüber. Die dritte Möglichkeit, für die haben wir uns entschieden, wir verwenden zweistufige Buttons, dass man immer solche Wischgesten hat. Ist einfach besser, dass man schöner immer im Workflow drin bleibt. Wir haben zwei Menüs, die man mit Händen und Füßen bedienen kann. Zusätzlich haben wir dann noch einige Gesten drinnen, um irgendwelche zu zoomen oder weiterzugehen. Genau, jetzt kommen wir zu den Gesten. Also man kann einmal in die Körperteile reinzoomen, man kann sie verschieben, rotieren lassen und auf die nächste Seite wechseln mit einer Wischgeste. Und das Programm schließt dann, wenn man sich halt zum Programm umdreht. Der Aufbau ist folgendermaßen, in jedem Zeitpunkt kann ich zwischen dem Skelett auswählen oder die Organansicht und die Muskelansicht. Und um meinen Körper komplett zu erforschen, kann ich in der obersten Stufe erstmal sagen, ich will meinen Kopf genauer anschauen oder meinen Rumpf oder die Extremitäten und dann dort nochmal weiter verfeinern und mehr Informationen dazu bilden. Genau, wie gesagt, die Steuerung ist ja über die Kinect und da die Selektierung halt sehr ungenau ist und man relativ weit einen Abstand hat, haben wir gesagt, wir machen halt sehr große Buttons, zweistufige Buttons und um halt Platz zu sparen, haben wir halt ein Menü on Demand und große Schriftart und einen hohen Kontrast gesetzt. Gut, wir haben einen kleinen Bruch in unserem Programm drinnen, der allerdings ganz bewusst gemacht wurde. Wir haben zum einen ein steuerbares Avatar, das man immer sieht, das mein ganzer Körper ist. Und wenn ich dann irgendwie Kopf, Extremitäten genauer anschaue, dann habe ich allerdings in fremde Körperteile vor mir, um dort eben auch zu drehen, um von hinten anzuschauen, näher ran zu zoomen und alles. Aber das seht ihr dann nachher noch alles. Ja, jetzt kommen wir zu den Mockups. Also zu den Entwürfen, da haben wir jetzt gesagt, auf der linken Seite kann man jetzt beispielsweise das Bein selektieren und dann wird das Bein gehighlightet und über die zweistufige Ansicht kann ich dann in das Menü Bein und das ist sozusagen ein Fußball und wenn ich mit dem Bein dagegen kick, öffnet sich halt eine Ansicht für Organansicht, Skelettansicht und Muskelansicht. Richtig, das ist das, was Britta gerade gesagt hat. Das Menü öffnet sich und dort kann ich dann eben über diese zweistufigen Buttons, was diese gelben Pfeile da ausmachen, wenn ich das erste Mal drüber gehe, erscheint der gelbe Pfeil, ich gehe nochmal über den gelben Pfeil und dann gilt es als selektiert. Genau, jetzt hier beispielsweise haben wir jetzt den Arm ausgewählt und
Da kann ich jetzt hier mir die genauen Körperteile anschauen und bekomme noch ein paar Zusatzinformationen. Ähnlich sieht es aus beim Kopf. Im Programm mit zwei Augen. Und ja, wenn ich jetzt aufs Unterkiefer gehe, wird dann der Unterkiefer gehighlightet und unten noch ein Beschreibungstext, je nachdem, was man gerade sieht. Ja, das ist jetzt, wenn man das Auge ausgewählt hat, bekommt man halt auch wieder die Zusatzinformationen. Und dann hat man jetzt hier unter dem Menü Auge, das ist jetzt leider verdeckt, kann man jetzt halt durch Wischgesten, bekommt man halt noch weitere Informationen über das Auge. Okay, hier einfach mal ganz simpel das Auge erklärt, wie funktioniert es im Querschnitt, alles auf der rechten Seite dann wieder vorgestellt, die einzelnen Körperteile. Ja, dann den Sehvorgang. Und hier haben wir uns gedacht, auf der rechten Seite könnte man die Beleuchtung ändern und die Pupille ändert sich dann natürlich je nach Helligkeit. Ja, und dann hier noch die Fehlsichtigkeiten, da kann ich auf der rechten Seite noch zwischen Normal-, Kurz- und Weitsichtigkeit wechseln. Okay, umgesetzt wurde das ganze Projekt in Blender 2.5.7 unter Windows. Ich betone das so stark, die Versionsnummer, weil das bei Blender sehr unterschiedlich ist. Kann sein, dass in der Version 2.5.8 alles anders ist. Das ist zumindest meine Erfahrung damit. Es hat sehr viel Einarbeitungszeit gekostet im Blender. Wenn man mal drin ist, ist es super schön zu arbeiten. Die Skelettansicht, die Muskelansicht haben wir aus dem Internet geladen. Die Organansicht haben wir uns selber modelliert. Und die Besonderheiten sind, dass die Buttons Images sind. Also ich kann nicht irgendwie sagen, ich klicke einen Button, weil wir haben ja keine Klickgeste, sondern ich habe immer eine Kollisionsdetektierung drinnen und dann habe ich halt geklickt. Die Kinect-Treiber sind nur für .NET verfügbar. Unsere Lösung war dann, dass wir ein C-Sharp-Projekt schreiben, welches die Treiber verwendet und dann die einzelnen Positionen meiner Gelenke via UDP in die Game Engine von Blender rüber streamt. Und in dieser Game Engine, die in Python geschrieben werden kann, wird dann die ganze Programmlogik geschrieben. Ein weiteres Problem war, dass die offiziellen Treiber von Microsoft leider keine Gestenerkennung drin haben. Auch einfache Gesten wie irgendwelche Wischgesten, Zoomen, haben wir uns dann selbst programmieren müssen. Das ist dann auch wieder in einem C-Sharp-Projekt programmiert und dann via UDP rüber gestreamt, wenn eine Geste gemacht wurde. Genau, jetzt kommen wir zum Prototyp. Da zeigen wir euch jetzt ein Video. Und da der Computer sehr langsam war, wo wir das Video aufgenommen haben, ist das Video leider ein bisschen rucklig geworden. Aber thank you.
Jetzt haben sich die beiden verzogen. Jetzt könnt ihr noch mal ruhig nach vorne kommen. Die sind beide im Bachelorstudium gewesen, als das stattgefunden hat, gell? Noch, also im fünften, sechsten Semester quasi. Und ein Teil, wie in interaktive Systeme, auf eigene Ideenbasis letztendlich so ein Projekt entsteht. Ja, jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, irgendwelche Fragen an die beiden zu richten, falls es welche gibt. Das dachte ich mir schon, das ist wie in der Vorlesung. Ja. Ich kann es ja ehrlich gar nicht so genau sagen. Also das ist einfach, wir haben Blender verwendet, das ist eben diese 3D-Software. Ob die jetzt OpenGL oder DirectX oder so hernimmt, weiß ich nicht. Ja? Okay, danke. Gut, dann vielen Dank.